Mann. Ich will nicht zu diesem Song stimmen. Hey, Irish. Weißt du, was für Fische die in Baku haben? Negativ, Staff Sergeant. Hey, Wrecker. Wrecker, bist du wach? Komm wieder zu dir, Mann. Bleib bei mir. Respekt, Wrecker. Das war gerade echt eine klasse Fahrleistung. Bis auf das Ende. Mach das Licht am Berg. Shit, das ist jetzt rücksichtig. Du sitzt fest, Sergeant. Irish, das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist Panik. Red nicht so, Mann, du jagst mir eine scheiß Angst ein. Berg, hilf mir, den Sitz zu bewegen. Wir sinken weiter. Scheiße. Wir holen dich da raus, dann. Hörst du? Wie, Mann? Die Türen klemmen fest. Scheiße. Das lief alles anders als geplant, Irish. Decker, nimm meine Waffe. Was soll das heißen? Sie gehört jetzt dir. Was zum Henker soll das? Damit der Wolf überleben kann, muss er sich das eigene Bein abbeißen. Schieß! Nein, tu's nicht! Los, Wrecker, zerschieß das Fenster! Das ist ein Befehl! Lass die Scheiße sein, Wrecker! Rettet euch! Raus hier! Raus das hier! Das ist doch Bullshit, Mann! Hörst du mich? Schieß auf das Fenster, sonst geht ihr alle drauf! Wenn du der Mann bist, für den ich dich halte, dann weißt du, was zu tun ist. Damit herzlich willkommen zum neuen Let's Play zu Battlefield 4. Ja, das war ja schon mal ein ganz schön spannender und hektischer Anfang. Das kennt man ja so von den Battlefield-Spielen, man wird immer sofort reingeworfen ins Geschehen. Ich hoffe, der Sound stimmt, ich hoffe, es ist nicht zu laut, nicht zu leise. Ich werde es nochmal anpassen, denke ich. Ich sehe dann im Schnitt, wie laut es ist. Aber ich denke mal, ihr hört trotzdem, also ihr versteht mich. Das ist jetzt unser neues Let's Play erstmal. Wir spielen die Kampagne. Und ja. Ich mag die Battlefield-Spiele ja ziemlich. Weil sie actionreich sind, eine schöne Story haben. Grafik ist auch immer sehr recht gut. Immer ein bisschen ballern tut er jedem nicht so schlecht. Finde nur nervig, dass er mir jetzt alles hier auf Tastatursteuerung anzeigt, obwohl ich mit Controller spiele. Naja. Okay. Okay, was haben wir denn überall für schöne Bilder? Ein paar Regenbögen. So eine Schule soll es hier bestimmt sein oder ein Kindergarten. Denke ich mal. Hier hin. Oh, hier geht es scheinbar schon weiter. Ich lasse mir hier hinten rein. Bumm. Wo geht es jetzt weiter? Ach so, okay. Was ist das? Okay. Ein paar Kreisläufe. Was ist das für ein komisches Wasser oder was ist das? Also wirklich so Glibberzeug. Das sieht sehr mysteriös aus. Oh. Nicht, dass ich von einer Lampe erschlagen werde. Kann man wirklich bewegen. Sehr, sehr cool. Kann man nicht irgendwie Sturmangriff machen oder so? Zack. Noch in den Battlefield-Spielen genau. Oder geht es. Oh Gott. Runter! Fallen lassen! Verdammt, Tracker! Ich hätte dir fast ins Gesicht geschossen. Wir sind also ein Ami. Wo sind die anderen? Aber das hat man das schwer erkannt. Entspann dich, Pack. Wo zum Henker warst du? Als die Übergabe schief ging, kam ich direkt hierher. Es waren Russen, oder? Spec Ops, eine Sekunde sind sie da, in der nächsten wieder weg. Tief durchatmen, Mann. Hast du die Intel? Ja, hab ich. Sind wir mit den Russen im Krieg? Hell draußen. Wir müssen zum Abholpunkt. Weiß einer, wo Irish ist? Ich dachte, er wäre bei dir. Achso, er hat mich gerade weggeschoben. Hier, Tombstone Actual. Wo bist du? Tombstone Actual. Komm aus Richtung Norden. Hier wird's brenzlig. Behältiger Feuerschutz. Bin mein Rückzug. Verstanden, Irish.
Wir sind da. Wrecker, los jetzt, mach dich bereit. Ja, schnell raus, raus, raus. Was ist jetzt los? Krieg ich hier nicht raus? Okay, will ich nicht. Nimm dir so viel du kannst und geh ans Fenster. Ich bin am Fenster. Wo ist Munition? Greif zu und komm hier rüber. Wo? Ach da, da. Tut mir leid. Waffenkiste. Was ist das? Warum ist denn das so halb? Das durchklicken muss ich mit der Dings mal. Ist ja nervig. Warum ist das so? So, nee, da wollte ich jetzt nicht hin. Mal gucken, ob ich das zur nächsten Folge ändern kann. Das ist ja nervig. Soll das eigentlich so sein, dass ich nicht ziehen kann? Oh, das ist Irish, ja. Hund hat er auch. Oh, uiuiuiui. Wie denn ja? Jetzt können wir ziehen. Ich glaube, so gut im Zielen bin ich nicht. Aber solange wir nicht sterben, ist ja egal. Und da kommt jemand. Und auch kein Scharfschütze, wir sind ja hier der Ska unterwegs. Wo links? Da. Okay, es sind Russen, aber ich wüsste halt gern warum. Also friedlich sind wir mit denen nicht. Ist das? Ist das Moskau hier oder? Aserbaidschan war das. Ah ne, Baku waren bestimmt in Baku. Sieht Baku so aus? War da jemand schon mal? Jetzt können wir auch mal richtig rennen und so. Oh, das ist schön. Tombstone Actual haben das Paket geholt und in ein Wespennest gestoppt. Wir geben uns zur Abholung. Verstanden, Tombstone. Der Heli kommt. Bringt das Squad in Position. Over. Wir spielen das Spiel übrigens nicht 100% durch, falls das irgendjemand glaubt. Das. Welcher Squad? Schalten wir zusammen aus. Markier sie und gib das Zeichen. Ah, okay. Oh, ich habe Granaten gefeuert. Scheiße. Weil ich die richtige Taste nicht weiß. Naja, egal. Wir haben sie trotzdem gekillt. Ist ein bisschen übertrieben, aber... Ich gehe mal hier ein bisschen gucken. Sind ja mal ein paar Gegenstände, die man einsammeln kann. Von hinten. Baku Bronze. Oh, oh, oh. Können wir hier irgendwie. Zack. Los. Und das kenne ich noch von den anderen Battlefield-Teilen. Ach, du Kacke, ja. Das war ein bisschen unüberlegt, aber ich wollte es ausprobieren, ob man Nahkampf machen kann. Und ja, man kann Nahkampf machen. Ich könnte auch übrigens noch die Grafik hochschrauben, aber ich gucke erstmal, ob es so passt. Weil so schlecht sieht es ja gar nicht aus. So, welche Taste war das jetzt? Ah, okay, die war das. War das ein Zeichen? Ich weiß nicht, war es das Zeichen? Ich könnte natürlich auch mit Maustastatur spielen. Irgendwie Ballerspiele finde ich. Das kannst du nicht damit spielen. Lego Herr der Ringe habe ich auch mit Controller gespielt. Ich bin mit Controller ist aber entspannter. Ich komme zwar mit beidem klar, aber. Ja, ich bequemer.
Wow. Ach, von da kommen sie. Was ich übrigens jetzt gesehen habe, da kamen jetzt ja die Trailer und die Revere-Trailer aus, also jetzt in der Woche erst, zu Black Ops 6, Call of Duty. Und ich habe Black Ops 2 damals gespielt, das ist glaube ich das bekannteste und beliebteste. Call of Duty. Ach du Scheiße. Und mir hat es auch damals sehr gefallen. Damals. So lange ist er noch nicht her für mich. Und das Neue sah jetzt auch richtig krass aus. Also geile Grafik, geile Story. Hier mit diesem ganzen The Truth Lies. Also die Wahrheit lügt. Irakkrieg scheinbar mit Saddam Hussein, wenn ich es richtig gesehen habe. Sah mega aus. Also wäre sicherlich auch mal ein Spiel, was wir spielen würden. Sogar auch mal ein aktuelles Spiel dann hier auf dem Kanal. Aktuelles Baller-Action-Shooter-Spiel. Also wenn es nicht zu teuer ist, würde ich sogar direkt Day One spielen. Und wenn es jetzt hier, weiß ich nicht, 90 bis 100 Euro kostet, dann überlege ich es mir zweimal. Aber so 70 Euro oder so würde ich noch zahlen. Oder, oh, 60 bis 70 Euro. Finde ich für ein Ballerspiel auch ausreichend. Dann machen wir mit. Einfache Fahrterkennungsmarke. One way. Alle Mann okay? Yes. So, jetzt müssen wir wieder damit. So. Jetzt muss ich das da reinmachen oder was? Okay, mach mal Krach. Wo muss ich das platzieren? Da einfach? Geht alle in Deckung. Weil ich verstehe auch nicht, das Spiel geht ja mit Controller, aber er macht trotzdem nicht alles mit Controller. Wie viele haben wir denn? Achso, nur so viel. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit und anders kommen wir hier nicht raus. Spreng die Schatten. Bumm. Wir hier mitten im Wald, war mich gerade noch in der Schule. Ah, damit wechsle ich die Sachen durch. Ich dachte, sieht voll modern aus, in welchem Jahr spielt das hier? 2070 oder was? Hast du dich umgesehen, Brack? Das Gebäude. Ist hier eine Gebäudehälfte? Taktisches Visier. Komm schon, Rack. Das Sichtgerät ist echt hilfreich. Hast du mal eine Länge gedrückt halten? Ja. Beide Schornsteine direkt voraus. Siehst du sie, Racker? Da sehe ich was. Schornsteine, was? Welche Schornsteine? Im Südwesten müsstest du den Abholpunkt sehen können. Südwesten? Wo gucke ich denn gerade überhaupt hin, also? Südwesten? Okay. Ich glaube, das ist da gemeint, oder? Wie gebe ich jetzt eigentlich immer dieses den Befehl? Mal ein bisschen lang robben. Oder schleichen. Cool. Fabrikdach. Wo ist welche Fabrik? Na, okay. Wir schützen direkt voraus. Oh Mann, das ist übel, echt übel. Nicht so laut, Pack. Und wir entdeckt.
Wow. Richtiger Sniper-Boy, wa? Ja, und wollte er den nicht ausschalten, oder? Mit der Munition sparen, wa? Bisschen Aim verbessern. Oh, oh. Heli, achso, stimmt, das ist der Abholpunkt. Warum der nicht einfach hergekommen ist, sondern er es zerschossen hat? Keine Ahnung. So eine Luftunterstützung wäre schön gewesen. Oh, nee, ein Panzer. Nee, nicht ein Panzer. Nette Truppen. Warte auf Zielzuweisung. Na, hast du keine Zielzuweisung gekriegt von mir oder was? Also, oh. Oh. Wie hat er hier ganz schön was verstellt gerade? Was ist denn das? Ein schweres Ding, wa? Na jetzt. Au, 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 au. Eieiei. Verstanden. Komme jetzt rein. Manchmal sollte man einfach draufballern. Egal was passiert. War er schon tot? Scheint so, oder? War er tot oder nicht? Munition, wie sieht's damit eigentlich aus? Also müssen wir das richtig. Also habe ich Munition zum Mangel? Oh, da unten ist wirklich eine Anzeige. Laservisier. Es sind ja echt viele Leute. Ja, ich sehe sie. Ich mach sie alle. Ja, dann schießt er drauf. Signal, dass sie angreifen, immer, dass ich selber schieße? Ach du Scheiße. Ich dachte, hier sind nur ein paar Leute. Aber dann wird Uwe abgebaut. Wie lange dauert das? Wie treffen die mich denn hier? Also so gut. Na, jetzt kann ich Einzelschuss. Ah, okay, okay. Ich weiß nicht, ob Einzelschuss Vorteile hat, außer dass es Munition spart. Komm, komm, komm. Na los. Ich weiß nicht, ob die Schüsse überhaupt ankommen. Hoffe es zumindest. Glaube ich, wäre in der Bundeswehr oder im Militär an sich nicht so gut aufgehoben, was das Zielen angeht. Aber wir regenerieren ganz schön schnell, finde ich. Also ich glaube, im echten Krieg ist das nicht so flott. Moment, muss nachladen. Treffe ich den überhaupt? Also ja, stimmt. Treffe ich. Ein bisschen gucken, wie Lager aussieht. Okay, also ein paar haben wir. Bin bereit, gib mir ein Ziel. Da hinten, siehst du das? Okay, der ist tot, ja, dann sollten wir den anderen jetzt auch noch hinkriegen. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Sollte das so sein? Wo müsste hier noch einer sein? Greife an, bereit.
Ach du Scheiße. Alles. Welche unendlich Granaten? Oder laden die nur nach? Oder? Ich habe bis jetzt noch keine gefunden. Warum schiebt der mich denn hier weg, der Typ? Bum, bum, bum. Na los, komm raus mit dem Kopf. Oder ist er? Ja, da ist einer. Gut. Oh. Oh. Ah, ich muss mal kurz regenerieren, dann kann ich dir uns hier geben. Na los, baller mal. Das erinnert mich immer ein bisschen an Helldivers, hier gibt's das ja auch mit diesem. Ah, immer wo ich hinschieße oder was? Weiß nicht, wen ich da gerade treffe, ich glaube gar keinen. Und dass die LKWs nicht explodieren, das wäre deutlich cooler. Was? Wo ist er denn? Seh ihn nicht. Komm. Oder sowas mal machen. Verbrechen, oder? Ist das ein Kriegsverbrechen? Weiß nicht. Ich glaube, wir sollten auch nicht mitzählen, was ein Kriegsverbrechen ist und was nicht. Muss ich am Ende noch nach Den Haag. Und da will ich nicht hin. Vielleicht eine schöne Stadt, aber nur als Besucher, bitte. Okay, mal aufpassen. Ich switch mal kurz. Ne, niemand hier. Ich komme da wirklich nicht raus, oder? Ah, nee, doch nicht. Find's nervig. Oh. Eieiei, kann ich erstmal rauskommen, oder? Dann wollen wir da drauf. Zack, zack. Na los, komm raus. Mäuschen, Mäuschen, piep einmal. Komm raus und zeig dich. Warum schießt der nicht alle nur auf mich? Was ist denn mit meinen Kameraden? Ja, ich bin halt Scharfschützenprofi, ja. Wir sollten mal ein bisschen gucken. Was ist denn das hier in der Raffinerie, oder? Wollen wir Öl haben oder ist das jetzt wirklich nur für die Flucht? Stimmt, ich könnte ja auch mal nachgucken, ob sie überhaupt Russen sind. Das sind überall Russen. Oder was soll man das für welche sind? Kommen ja überall welche her. Na los, schieß! Kommen wir noch nicht auf die Idee, mir die Gegner anzugucken. Ich mag meine Gegner am liebsten tot und nicht lebendig. Aber es hört sich schon sehr russisch an. Was tragen sie denn für ein Emblem? Ah. Für ein Wappen, eher gesagt. Danke.
Ach du Scheiße, wo kommt der denn her? Hab ich nicht gesehen. Komm, ich erlöse dich. Oh, das ist echt brutal. Aber ich glaube, in den anderen hatten wir noch viel brutalere Arten. Hier mit der Schaufel zum Beispiel fand ich immer schon krass. Und in Battlefield 1 mit der Schaufel auf losgerannt, das hat man die voll ein in die Seite gehauen. Nee, das ist China, oder? Aber das ist Sowjetunion-Flagge, was ist denn das? Man erkennt es ja schlicht. Angriff läuft, davon sehe ich aber nicht so viel. Wo ist unser Angriff? Es ist rot mit was Gelbem. Das könnte halt China sein oder Sowjetunion. Los, also richtig viel Stille hat es nicht gebracht. Na los. Ich bin auch immer an diesen solchen Missionen frage, warum wir eigentlich immer als einzigen hier sind. So, gibt es nur noch drei Soldaten oder was? Ist das hier nicht zum Explodieren? Bam. Ja, das ist cool. Wenn sich jemand mit Kriegsverbrechen auskennt, kann er ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was unter jeder Folge am besten auch, was ein Kriegsverbrechen ist. Ich zwinge niemanden auf, falls jemand Lust hat. Ich weiß nur, unbewaffnete Soldat zu töten ist ein Kriegsverbrechen. Dann so zu tun, als wenn man tot ist und dann im Hinterhalt angreift, ist ein Kriegsverbrechen. Ich verstehe auch nicht, warum ich die nicht am Kopf treffe. Was ist denn das jetzt? Ich will es mir ja mal anschauen. Oh. Doch, das ist China. Aber das sind Russen. Also sie sprechen Russisch. Das ist China. Sind wir, die USA, mit China im Weltkrieg? Die Russen sind bestimmt unterstützend. Das ist das typische Weltkriegsszenario eigentlich. China, Russland gegen die NATO. Also so wirkt es gerade auf mich. Wir spielen bestimmt wieder die ganze Zeit nur die Americans, weil die Amerikaner sind natürlich die besten Menschen auf der Erde. Hust. Und wir bringen die Freiheit überall hin. So könnte ich es mir zumindest vorstellen. Schon gleich bei einer halben Stunde, oder? Oder sind wir schon über eine halbe Stunde? Die Tour geht ganz schön lange. Das ist der beste Weg nach oben. Es ist der schnellste. Keine Zeit für Erkundungstouren. Warte, bis du die Aussicht gesehen hast. Mit so einem rostigen Sowjet-Fahrstuhl. Tombstone Actual, das Radar leuchtet auf. Ihr bekommt Besuch. Oh, no. Oh, Scheiße. Haben wir jetzt auch so eine Panzerfaust? Können so einen coolen Schuss machen? Nö. Oh, oh, schnell. Einfach rennen. Immer, ach du Scheiße. Einfach abhauen. Ich weiß es nicht. Ich finde aber schön, dass hier so eine perfekte Treppe einfach ist. Ja, wenn der nicht gleich kaputt ist. Die Intel. Ja, so schnell bin ich auch nicht. Oh nee. Kontrolle verloren.
Au. Los. Oh Gott. Bezweifle, dass sie es überlebt hat. Ich bezweifle auch, dass ich es irgendwie überlebt habe. Also, ich habe scheinbar, aber trotzdem. Ja, es sieht hier alles nicht so gut aus. Soll ich dir helfen irgendwie? Wo ist er denn hin? Ist er nicht gerade hier weggelaufen? Ja, ich helfe ja schon. Achso, nicht springen. Oh nein, oh nee. Wir müssen los. Ist der tot? Nein, man, nur ohnmächtig. Das war nur 3 Stunden kurz. Ja, was kann nicht noch alles passieren, wa? Wie muss denn das so sein, wenn einem gerade das Bein abgeschnitten wurde? Jetzt kommt die letzte Fahrt. Wollen wir jetzt die Musik anmachen? Ja, jetzt fahren wir hier mal ein bisschen, wa? Oh, oh, ganz schön schnell. Ah, wir sind hier. Oh, wir sind im Ausland, hier dürfen wir so schnell fahren, wie wir wollen. Ich glaube, das ist das geringste Übel. Fahr ganz schön schnell. Also zu schnell. Nur Rasheng, der hat sich chinesisch an. Ja, Die wurden nicht auch irgendwie desinfizieren können noch oder so? Durch Tunnel ist auch cool. In der Situation vielleicht nicht so wirklich. So an sich. Oh, da ist auch ganz viel Öl. Ist das in Aserbaidschan so krasser Ölabbau? Ja, ich versuche schon schnell genug zu fahren. Wie schnell denn noch? Jetzt kommt's, wa? Was sehr episch gemacht, muss ich sagen. Bam. So eine Scheiße. Ja, sehr cool. Wirklich geil gemacht, wa? Jetzt sterben wir alle. Ja, Tombstone hat die Intel geborgen. Und? Im Falle eines chinesischen Militärputsches würden die Russen Admiral Chang unterstützen. Bestätigt den Bericht unseres Informanten aus China. Dann wurde Staff Sergeant Dunn für etwas getötet, das wir bereits wissen? Es gibt Aufstände auf den Straßen von Shanghai, Captain. Und die Russen mischen sich ein. Wir mussten es mit Sicherheit wissen. Schlimm genug, dass wir Suez abriegeln mussten. Eine falsche Bewegung und es gibt Krieg. Sie haben ihre Befehle, Captain. Aye, aye, Sir. Wir fahren zur chinesischen Ostküste. Okay. Verstehe ich jetzt aber noch nicht so ganz. Also die
Wollen die Russen in China Militärputsch machen? Oder unterstützen? Scheiß Kriegsreich für 1 Milliarde Menschen. Sie sind wegen Jin Jays Ermordung angepisst. Wer war das, Sir? Er kandidierte für die Präsidentschaft, ist progressiv, drängte die Regierung zu Transparenz, Fairness und Redefreiheit. Admiral Chang hat einige davon überzeugt, dass wir Mr. Jay getötet hätten. Wenn die Operation auffliegt, hat Chang die Ausrede, die er braucht, um diese Wut, diesen Hass gegen uns zu richten. Dann gibt's Krieg. Ihr müsst die VIPs unversehrt aus den CU Towers holen. Die Operation wird von Geheimagent Laszlo W. Covey koordiniert. Und damit wir uns verstanden haben, geschossen wird nur im Notfall. Wrecker, Staff Sergeant Dunn hielt Sie für den geeigneten Teamleader, falls ihm etwas zustößt. Sein Verlust ist eine Tragödie. Lasst mich die Ehrung seiner letzten Entscheidung nicht bereuen. Tut das Richtige. Fallt nicht auf. Kein Platz für Fehler, Jungs. Hoffentlich hält der Wagen durch. Entspann dich, Kleiner. Uns wird nichts passieren. Aber in der nächsten Mission machen wir erst beim nächsten Mal weiter. Wir können jetzt ja nicht das ganze Spiel bestimmt durchspielen. Wir wollen ja auch noch ein bisschen was beim nächsten Mal machen, wa? Und nicht heute schon. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, es war genug Action dabei. Es war ja wirklich viel Action. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Leute.